Wir sind schon wieder im Schnee unterwegs. Steffi ist total schlecht von meiner Fahrerei. Dabei bin ich der beste Fahrradfahrer, Autofahrer der Welt. Nein. Was ist los? Ja, ich bin ein bisschen zügiger hochgefahren, weil das sind so schöne Kurven. Jetzt ist Mami schlecht. So, was machen wir jetzt? Wandern. Wohin wandern wir? Weiß ich nicht. Wir gehen spazieren. Mit den Hunden? Ah, Mann, ey, ihr habt doch keinen Plan. Wohin geht's jetzt? Los, mach eine Ansage. Ich will gehen. Na? Den Liebesbankweg. Ah, in von Hahn. Von Hahnklee aus. Von Hahnklee aus den Liebesbankweg. So, hier liegt jetzt noch ein bisschen Schnee. Eben war auch schon wieder Polizei da. Hinten stehen schon wieder die ersten Wohnmobilfahrer. Sei es ihm gegönnt. Aber jetzt erstmal das Intro. Steffi. Ich spiele gerne Golf. Steffi spielt schon wieder Kacke Golf. Weißt du, eben wolltest du noch brechen wegen meiner Autofahrweise und jetzt spielst du mit Scheiße Golf. So, der Liebesbankweg. Schon sehr oft von gehört, aber ich habe keine Ahnung, wo der hinführt, was das ist oder so. Jetzt lauft mir nicht immer weg. Hier vorne ist schon die erste Station. Und wir machen das jetzt so. Warte, ich warte erstmal, bis die da vorbei sind. Steffi, der andere Hund ist jetzt auch da am Gange. Ja, Gary hat sich verpflichtet. Hat die wie ein Stück Kacke gegessen? Was hat die? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Sie verschluckt. Na, Paula, hast du geschissen? Oh, hier liegt ja noch so viel Schnee, Leute. Lässt du das jetzt einfach so liegen? Ey, ich muss auch mal. Ey, hier ist heute was los, ey. Was? Ja, gib mir mal was zu essen. Die hat irgendwas. Lass sie mal ein bisschen Schnee lecken. Gib mir mal was zu essen. Hier geht's doch gut. Die hat sich verschluckt. Ja. So, alles klar? Ja, ich hoffe. Also mit dem Hund jetzt auch. Hä, was meinst du noch? Ne, so ist alles klar. Gut. Boah, die haben's gut, wa? Ja, ich muss auch als Kinder. Oh, Leute, ey. So, hier ist schon die erste Station. Steffi, wir müssen uns jetzt an jeder Station, müssen wir uns jetzt küssen. Darauf hast du dich jetzt eingelassen, aber nicht kotzen die ganze Zeit jetzt. Du hast nicht mal ein Labello oder so mitgehabt. Da kann ich doch nichts für. Doch. So, Achtung, geht mal weg. Warte. Ja, hier passt es genau, ne? Genau ja, so. So, jetzt müssen wir uns küssen. Hä, wie denn? So, jetzt komm. Schnell. Toll. So, Kinder müssen mich auch küssen. Okay, das war unsere erste Station. Was für eine erste Station? Naja, hier sind ganz viele so mit Dinger. Guck mal, wie kalt das hier noch ist. Ey, hier ist alles gefroren. Ja, die ganzen Eisschäfchen. Oh, guck mal, hier oben steht nämlich ein Hartstein drauf. Der ist da festgefroren. Den kriegst du gar nicht ab. Nimm mal Hand weg. Lass den da liegen. Dann muss der da liegen bleiben, bis er wieder. Nein, ich will ihn haben, das ist schön. Du musst ihn abschlagen mit irgendwas. Mit einem anderen Stein. Komm, wir haben noch ein bisschen was vor, Leute. Ey, es ist hier echt doch tiefster Winter im Wald. Da sind wir mit dem Schlitten runtergefahren. Wann seid ihr da mit dem Schlitten runtergefahren? Nein, wenn man hier wirklich mit dem. Was sind wir?
mit dem Fahrrad durch den Wald fahren darf, ist das richtig geil, oder? Ja, guck mal hier. Ja, geil. Okay, cool. Aber da hinten musst du springen, da ist eine Holzrampe dahinter, da steht ja hier Jump, ne? Es gibt bestimmt auch eine für nur Fahrräder. Ja, es gibt auch leichte Strecken, dann musst du nicht unbedingt springen. Wie cool, guck mal, da kommt sogar einer. Jetzt kommt er. Der springt ja tatsächlich, wie cool. Mal sehen, ob er sich da unten auch traut. Er traut sich nicht. Oh, hier ist die nächste Liebesbank. Guck mal. Ich bin den wirklich noch nicht gegangen. Ich auch nicht. Ich kenne das überhaupt nicht. Was ist denn hier los, ey? So, das ist die nächste Liebesbank. Die Haschmichbank. Die Verliebtheit dauert an. Sie hat Angst vor dem Männchen. Schnappen wir! Was ist denn mit dem, Levi? Magst du den nicht? Oh, du bist gemein, ey. Die hat Angst, lass sie. Aber voll, ne? Sie tritt sich richtig weg. Warte, wir haben den Kuss vergessen. Wir müssen uns an jeder. Ich habe gerade ein bisschen Schnodder an der Nase. Macht ihr das was? Nein. Oh, komm her, Steffi. Das ist richtig bei jeder Bank hier knutschen. Los, ja, jetzt setz dich vor 10. Guck mal, die sehen sogar aus wie ich und du. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen. Steffi, ich will das mal machen hier. Also hier auf der Seite fahre ich runter. Ja, aber wir fahren dann damit hier. Ja. Guck mal, hier kannst du runterfahren durch die Steilkurve. Nee, das mache ich nicht. Wenn man da unten runterspringt, da. Und da drüben musst du springen, das Stück. Ey, das sind 2 Meter. Wenn du dann in Schleudern kommst, legst du dich richtig aufs Brett. Passt ein bisschen auf, ob hier keine Radfahrer kommen. Die fahren heute, ne? Pass mal. Du musst ein bisschen gucken. Hä, hey, wieso nicht? Das ist eine ganz normale Abfahrt. Das wird ganz langsam. Hier, guck mal, genau hier ist das Video entstanden, wo ich so dicht an der Kamera vorbeizische. Genau hier an dem Hang. Oh, guck mal, da kommt einer. Meinst du, der springt? Ey, jetzt bleibe ich mal hier, das will ich sehen, dass der da runter springt. Was gibt's hier? Wasser? Ah, eine Quelle. Wie cool, siehst du, da hätten wir gar kein Wasser mitnehmen müssen. Ja. Wir waren aber aufgedrungen. Echt jetzt? Aber sowas sollte man vorher immer mal gucken können, ne? Ob es auf dem Weg Quellen gibt. Ja, wenn es sowas... Da brauchst du dann echt, kein Wasser mitnehmen bei sowas. Ja. Colin, das soll man nicht trinken, das kann man trinken. Schmeckt das? Oder ist da so Zeugs drin? Perfekt. Dann geh weg. Geht, ne? Schmeckt gut, oder? Kalt. Ja, aber lecker. Steffi, das kann man trinken. Cosma hat mir gerade verboten zu rülpsen. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Schatz, was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Hä? Was sie eben hat. Bist du gestolpert? Oh, Cosma. Jetzt stell dich nicht so an. Jetzt mal echt, ist das hier eine Fahrradstrecke? Ich glaube kaum, oder? Es ist ja richtig cool, ey. Hier lang zu fahren ist richtig geil. Richtig schön gefährlich, würde ich sagen. Nein, das ist keine Fahrradstrecke, das kann nicht sein, ey. Bist du verrückt?
freue ich mich schon auf die Fahrradtour mit dir im Sommer um den Gardasee. Das wird cool. 5 Tage Gardasee, Olli und Steffi mit dem Fahrrad, Zelt, Beherbergung. Das wird schön. Ich hoffe, wir können reisen. Dass ich das im Winter noch nicht gewusst hatte, hier gehen ja echt Skipisten runter. Scheiße. Richtig cool. Die kommt von da oben, geht dann hier durch. Ey, aber für nächstes Jahr weiß ich Bescheid. Was mit? Hallo, Baby. Was mal. Oh, ey, Leute. So, was zu machen? Was passen zum Liebesbankweg? Hör doch mal auf, film mich doch nicht immer. Hier, pack mal in deine Tasche oder so. Ich mach mal ein Bild von euch. Oh, das ist die Verlobungsbank. Echt jetzt? Das steht doch. So, da hinten ist das Gitter wieder. Da, wo es qualmt. Geile Skipisten hier. Wie geil. Wer hat nicht geguckt? Ich? Alle. Na toll. Oh, was ist das jetzt für eine Bank hier? Was denn? Augen. Die Verlobungsbank? Verlobungsinsel. Der Moment der Verlobung. Verheißungsvoll werfen Sie einen Blick in die gemeinsame Zukunft. Zu zweit und wagen schon bald den großen Schritt. Ey, die haben die Bonbons gleich aufgefressen hier. Hm? Ja, geil, das ist die schwarze Piste. Ja, doch. Aber da muss man wirklich mal gar nicht wirklich schlafen, dass man ein paar Mal macht. Ey, das ist hammergeil. Das ist schwarze Piste. Ja, das ist schwarze Piste. Das ist fast 45 Grad, ey. Das ist nicht so. Jetzt hat sie sich wieder vor dem Kuss gedrückt. Guck mal, da vorne ist der Skilift. Wie geil. Meinst du, wir kriegen den runtergezogen? Ja. Hol mal einen Stock. Steffi! Wieder keinen Kuss gekriegt. Was? Ich hab die Negerküsse mit. Hast du im Auto gelassen? Du hast was vergessen. Ja, sehr gut. Hier ist der Skilift. Hier muss man sich hochziehen lassen. Wie wahnsinnig. Wie soll das gehen? Ey, wie geil. Ich stell mal vor, du hängst mit... Ey, hier sollst du... Das ist echt... Ey, wenn du den aber hier unterwegs verlierst, den Galgen da, ne? Das ist ein Problem. Da runter, aber lass ihn nicht los, sonst fliegt er mir ins Gesicht. Geh mal runter. Mach mal. Du kannst ihn einfach loslassen, dann zieht er sich wieder hoch. Dann... Los, lauf! Weiter! Weiß ich nicht, probier's aus. Ich hab mal einen von da geholt. Noch weiter! So, jetzt häng nicht rein. Alle sind ganz. Ja, und jetzt setz dich rein. Nein. Doch? Dann geht's los, dann schalte ich den Skilift an. So, und so fährst du jetzt mit Skiern hoch. Das ist ganz schön steil, ne? Na, so besser nicht. Warte mal, Hunde, geht mal aus dem Weg. Geh mal ab. So, jetzt lass einfach mal los. Geh du mal weg. Lass mal los. Oh Leute, lass jetzt einfach mal los. Jetzt seid doch nicht so spießig. Loslassen. Lass los. Ja, jetzt läuft der Hund wieder in den Weg. Ihr seid echt Spasten, echt jetzt. Da kommt jemand, jetzt lass los. Oh, ey. Oh, ihr seid echt anstrengend, Leute, ey. Ich hab gar keine Lebenserfahrung. Woher sollen sie es denn kennen? Tritt die wieder auf den Hund? Ja,
jetzt, ich habe mit der Nase drin. Irgendwas ist auch manchmal mit der Nase. So, 112. Nein, Paula. So schräg, Mami, nicht so schräg. Oh, ist doch egal. Ist das nicht egal? Kameramann, Tonmensch, Schnitt, Regie, Darsteller. Muss alles stimmen, ne? Alles ich. Jetzt musst du finden, wie da der Stempel drauf ist. 112, ne? Ja. Yeah. Auch nicht ganz getroffen. Oh, bist du besoffen oder was? Ein bisschen, ne? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, oh. Olli, ey, wie kann man so dämlich sein, jetzt mal ehrlich? Ja, siehst du doch. Ja, sehe ich. Besser. Oh, ja, ich weiß, das war richtig scheiße. Machst du Pause oder Stopp? Ist egal, ne? Das war ein Foto. Was ist das? Oh, hier ist die Hochzeit. Ah, hier macht man Hochzeitsschlösser hin. Mensch, hier müsste ich mal, hier müsste ich mich eigentlich auch mal verewigen, ne? Was ist das denn? Das. Wie cool. Wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt. Ja. Oh, das ist echt gefährlich. Hast du Hochzeit, dann fliegst du gleich aufs Maul, dann bist du im Krankenhaus. Schon jemand versucht, das Ding abzumachen. Das ist natürlich Asso, ne? Was? Ah, toll. Eine richtig robuste Schloss hier gerade. Das ist bloß wie ich hält. Ich finde die am schönsten. Ja, ich auch. Die Herzen. Das ist nur genervt von mir, ne? Nein, gar nicht. So, wir gehen jetzt weiter. Wir suchen uns irgendwo eine Stelle, wo wir einen schönen heißen Kaffee mit Schuss trinken können. So, weiter geht's. Das kommt ja hier Schlag auf Schlag mit den Bänken. Da wird ja heute geknutscht, dass die Lippen spröde werden. Ja, die waren ziemlich genervt von uns. Die wollten sich bestimmt auch küssen und so. Und wir machen da so ein Theater. Naja, jetzt haben sie es wenigstens in dem Video verewigt. Warte, da stand doch, was es ist. Dem Schnee, dem Regen, dem Wind. Entgegen. Was ist das? Ein Sonderstempel? Echt? Schön. Oh, wie cool, hier ist noch Weihnachten. Oh cool, den holen wir uns. Zerstören. Ich muss zerstören. Es darf bloß nicht mir gehören. Cosma. So. Jetzt warten wir auf unseren Sonderstempel. Und als Gitter scheint die Sonne. Ja, wir haben mal als Gittersee gefahren, dann würden wir jetzt in der Sonne spazieren gehen. Und dann mache ich uns erstmal Käffchen. Oh, der Tanzlauf ist eingefallen. Warte. So. In Sachen Stempel bin ich jetzt nicht so der Experte. Ja, es geht. Hast du kalte Hände mit Handschuh? Mit Handschuh? Eben erst angezogen. Das war ein bisschen. Ey, meine Hände glühen. Meine Familie ist mich nur am Haten, ey.
habe dieses Jahr Weihnachten gar nicht so recht mitgekriegt. Ey. Ist an mir vorbeigegangen, außer dass ich einen Baum gefällt habe. So, ich mache uns jetzt was Leckeres. Steffi friert, alle frieren, nur mir ist warm. Du bist so süß. Oh, so eine Süße. Aua. Aua. Ohne dass man sieht, hauche ich nicht auf. So, hier gibt es jetzt erstmal lecker Kaffee. Oh. Ich habe sogar einen Becher mit, Leute. Ich bin jetzt immer noch nicht. So, bei den Temperaturen geht der Kaffee ein bisschen schneller, Steffi. Hast du mal Schuss dabei? Bei den Temperaturen sind Minus. Ach, ist gar nicht so. Wie fängt ihr Atem? Ihh, wie süß ist das überhaupt? Der kommt auch atmen. Oh, Rabi. Oh, Kevin. Es kocht schon. Ja. Das hat ja keine 2 Minuten gedauert. Oh, ey, sag mal. Es ist wohl warm. Was machen wir? Cola! Das kann trotzdem. Von meinem? Ja. Wohin? Oh, ich hasse diesen Pott, ey. Gibt es einen kleinen Schuss dazu? Bisschen mehr Schuss oder ein bisschen weniger? Hä? Bisschen mehr? Okay. Hier, nimm mal, kannst du wieder zumachen. Ist es warm? Oh, es kocht, es kocht, es kocht. Oh, oh, verdammt! Wasser kann nicht verbrennen, habe ich gesagt. Oder anbrennen. Du hast gesagt, es kann nicht kochen. Ich habe gesagt, Wasser kann nicht kochen. Ja, ey Leute, ihr unterstellt mir eine Scheiße. Wasser kann nicht anbrennen, habe ich gesagt. Weil ihr gesagt habt, wir müssen aufpassen. Da habe ich gesagt, Wasser kann nicht anbrennen und nicht überkochen. Ja. Überkochen ist was anderes als anbrennen. Ey, wir streiten uns immer wie Kevin und Doreen, ey. Nee. Du bist eine alte Petze. Ja. Oh, Steffi, jetzt reiß dich mal zusammen, ey. Prostet man eigentlich mit Kaffee zu? Da ist Alkohol drin. Ach so. Prost. Hau weg. So. Aufbruchstimmung der Familie ist ein bisschen kalt. Wir müssen auf Trab bleiben. Oh, hier kommt ja ein Querweg. Bin ich ja mal gespannt. Der kommt bestimmt vom Auerhahn hoch, oder? Was hast du da eben verloren? Eine Mark? Ja, für den Einkaufswagen. Und ein bisschen Zucker. Wie cool. So. Oh, hier geht's zum Boxberg, aber wir gehen die große Runde, ja? Wenn wir jetzt auf den Boxberg gehen würden, könnten wir dein Brillenglas holen. Aber wir gehen jetzt hier lang. Cosma, ist hier so kalt? Cosma, wenn dir richtig kalt ist, mache ich dir nochmal Wasser in die Flasche. Richtig heiß, dann kannst du es dir in die Jacke tun. Ey, wieso ist euch denn so kalt, ey, Leute? Seid mal ruhig, Leute. Bleibt mal stehen. Autos? Das sind keine Autos, das sind Bäume, die rauschen. Steffi, du solltest echt öfter mal in den Wald gehen. Das sind Autos.
Das sind Bäume, die rauschen. Da hinten ist die Autobahn. Ja, da hinten ist die Autobahn. Ey, Leute. Aber Vögel. Das ist ja echt was Neues, das Neueste, dass im Harz Vögel singen. Ey, das habe ich echt noch nie gehört hier. Bei deiner Mutter im Gebüsch ist nicht im Harz. Doch. Ey, warum sind denn hier so viele Vögel? Das hört sich an, ja. Das hört sich an wie im Zoo, in dem Vogelhaus, ey. Ich weiß es nicht. Komm her, lass uns auch ein Türmchen bauen, ja? Das macht man so, das sind Wallfahrtsorte. Oh, hier liegt sogar ein kaputter Schlitten zwischen. Ich baue mir meinen eigenen Turm hier. Das Fundament muss erstmal solide liegen. Ja. So. Oh, ist ja alles voll mit den Dingern. Ja. Guck mal, das war eben, das habe ich gebaut. Da, da wo frisch Schnee drauf ist? Cosmo schmeißt gleich wieder hier alles um. Ich habe den Schnee gemacht. Kevin, nein. Komm hier. Okay. Hier, guck mal. Das war Mami. Hat sie wieder einfach gemacht. Ja. Cosma, schmeiß sie nicht um. Daraus baue ich jetzt. Ja, mach du nochmal. Wir müssen hier sowieso noch mal ein bisschen warten. Die Mami muss mal pipi. Gabby! Toll, Gabby. Cosmo muss ihn wieder aufbauen. Zeig mir, was hast du gefunden? Ah, ein Schneckenfossil. Tatsächlich. Oh ja, mehrere, guck mal hier. Fossile. Schmeiß sie mal auf den anderen Stein, ob da noch mehr drin ist. Hä? Oh, meinst du, sie sterben dann oder was? Ja. Hier liegen noch genug Steine. Ja, was macht ihr denn? Das Ding aufbrechen, um reinzugucken. Hau direkt auf das Ding hier drauf. Ja, ich geh mal hier aus dem Weg. Und du nimm mal deine Augen weg, dann fliegt dir wieder ein Stein ins Auge. Jetzt habe ich hier, hier ist er gebrochen. Da, nein, hier. Nein, hier. Nein. Doch, guck mal, sieht aus wie Erz. Nicht da gebrochen, das ist hier gebrochen. Oh, genau durch die Fossile durch. Und, sind da welche drin? Oh, Schichten sieht man. Hier ist eine drin, oder? Da? Versuch die mal rauszupokeln. Zeig mal. Ey, wie cool. Sind die echt schon vorgelaufen? Denen ist echt kalt. Stehen sie da unten. Echt jetzt? Ist genau der gleiche Stempel? Ja. Dann müssen wir den doch nicht nochmal mitnehmen, oder? Warte, ich gucke mal, ob vielleicht eine Zahl anders ist oder so, aber ich denke, so, jetzt sind wir hier am Auerhahn angekommen. Da unten rechts ist der See. Da oben ist eine Hütte, die habe ich auch irgendwie noch nie gesehen. Was ist denn das für eine Hütte? Ja, aber guck mal, hier wohnt doch irgendjemand. Vielleicht wohnt die Frau hier. So. Warte, ich muss mir ganz kurz den Stempel angucken. Ja, dann müssen wir den nicht nochmal mitnehmen, ne? So. Jetzt ist wieder schön schwer. Ja, dann wird hier wenigstens warm, ja? Frau Kolbe. Ja. Was ist denn das hier? Einer? Nein, ich weiß nicht.
Eine Sauerei ist es einfach nur hier. So, komm, Kuss. Idos Tropfen. Im Wald mit dir zu liegen, Moos gebettet. Oh. Oh. So eine Sauerei, ey. Das gibt's doch gar nicht. Hier war ich noch nie. Ich war immer noch auf der anderen Seite. Wir sind doch aber die Teiche. Wir waren doch hier schon. Nein, das sind nicht die Teiche. Das ist Auerhahn hier, Steffi. Achso, das ist der Auerhahn-Teich. Ja, richtig. Ich verwechselte es. Du kennst dich überhaupt nicht aus. Oh, na und? Nee, das ist nicht na und. Ich lerne doch den Hart gerade kennen. Wasserwanderweg. Liebesbankweg. Guck mal, so sieht ein Trinkwasserschutzgebiet aus. Ich glaube, der Hund möchte noch was trinken. Hm? Oh, hier ist eine Liebesbank. Rosenhochzeitsbank. Wo geht's denn da hoch? So, komm, ganz schnell Kuss und weiter. Das mal friert sich hier gerade einen Arsch ab, ey. Weiß, ne? Soll ich hier jetzt mal ganz schnell das Wasser heiß machen? Was? Nein, das geht ganz schnell. Okay, pass auf. Ich mach mal ganz schnell. Steffi, ich mach das jetzt hier. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Wasser warm machen und den Kindern ein paar Wärmflaschen. Da, hinter uns ist die Sonne, Leute. Da kommt sie doch schon raus, guck mal. Hier scheint doch schon im Wald. Guck mal. Die Sonne kommt raus, ihr könnt euch in die Sonne stellen. Wie cool. Jetzt gibt es auch noch warmes Wasser, alles wird gut, ihr seid gerettet. Ey, Kuss, mal vorsichtig. Jetzt kriegst du noch kochend warmes Wasser. Was denn? Diese Blätter hier. Ach, wie geil. Die kann man so abnehmen. Das hab ich ihr gezeigt. Vorsichtig. Wie cool. Hui. Eisblätter. Ey, wie geil. Das hab ich ihr gezeigt. Hab ich jetzt aber auch noch nie gesehen, ey. Eisblätter. Blätter aus Eis. Geh mal ins Licht. Nee, ne? Das hab ich ihr gezeigt. Ja, geil, Cosma. Hab ich noch nie gesehen. Doch, ich hab das schon mal gesehen, aber ich wollte es schon immer mal machen. Wollt ihr jetzt was essen? Nee, ich will irgendwo. Gut. Mehr Sonne scheint. Wie schön. So, jetzt gibt's auch gleich noch eine zweite Wärmflasche, ne? Ich will. Und dann geht's weiter. Ja, noch mal in Box Wiese, die Suppe. Kannst du fast direkt das Wasser gleich nehmen. Ja. Dieses Plätschern im Hintergrund löst etwas in mir aus. Oh ja, 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 ja. So, oh, du bist echt voll kalt. Ja, also. So, jetzt musste ich meiner Familie erstmal Wärmflaschen warm machen. Wirklich, also. Ja. Es ist kalt heute. Es ist kalt, aber auf dem Weg, was ist das hier? Ist das die Brücke? Oder? Kann man das dann noch benutzen, das Wasser? Ja, klar.
Ist ja nur gekocht. So, weiter geht's. Steffi, wir sind jetzt hier. Boah, wie cool! Geil, das aussieht. Ja, rutsch mal rein. Ich wollte mir was holen. Mach. Kostet, aber Hauptsache Wärmflasche in der Hand, ne? Wie geil! Das ist ein Gehirn. Das sieht voll schön aus, macht das nicht kaputt, ey. Oh, das war unter dem Streit. Guck mal da, geradeaus. Guck geradeaus. Da, ne? Nein, geradeaus. Ja. Geradeaus weiter. Ja. Aber von hier unten sieht das viel schöner aus als von oben. Ja, der Baum, der da. Warum musst du mich damit bewerfen? Nein, du solltest hier eigentlich nehmen. Guck mal, die Kraft kommt. Das ganze Gras ist eingefroren. Ey, wie geil! Komm, ich hoch. Ja. ...12,5 Jahre Nickel-Hochzeit. So, einfach weitergehen. Uns ist ein bisschen kalt. Was denn? Hast du wieder ein Blatt? Ich mach dir das Wasser nicht warm, damit du es mit Eis schmeckst. Bei mir meinst du es gleich besser. Oh. Die wollen nur spielen mit dem warmen Wasser. Was ist denn das hier? Was ist denn das da? Das hier. Das sieht aus wie ein Kackhaufen aus Eis. Ich war an dem See noch nie, Steffi. Da vorne steht schon wieder eine Bank. Es ist noch ein wenig kalt hier im Harz. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Damals, als Punkt, Punkt, Punkt und ich mal bei McDonald's standen, ne? Und Punkt, Punkt, Punkt damals ein Winterauto suchte. Mhm. Weißt du wen, ne? Ja. Da waren wir bei McDonald's und da fuhr eine vorbei, das war ein Mädchen. Und die hat hinten ein Schild drin, das war Golf 2, ne, Golf 1 sogar, ne, ein Zweier, weiß ich nicht mehr, eins, ich glaube eins. Golf 1 und Punkt, Punkt, Punkt hat gesagt, boah, das ist als Winterauto. Und dann hat die Gas gegeben und wir wollten die eigentlich anhalten, ne? 450 Mark damals. Oh, wie cool. 450 Mark und wir sind hinterhergefahren. Sie hat Gas gegeben, ist den Auerhahn hochgeprescht. Ich hab gesagt, so, ey, wir müssen die doch mal irgendwo kriegen. Wir konnten. Ich hab den Namen gesagt. Dann piepst sich das weg. Und die dachte, wir jagen die, ne? Hier. Und hier oben hat er dann endlich überholen können. Und da hättest du schon dreimal das Auto gekotzt. Dann habe ich aus dem Fenster echt so gewunken, so, ne? Dann hat die echt angehalten und hat er gesagt, oh, endlich, ich wollte mir mal deinen Wagen angucken. Sie so, ach so, ne? Und dann, ich dachte schon, ihr jagt mich hier durch die Wild. So, und dann sind wir alle in das Auto rein. Dann ist die am Auerhahn in den Wald reingefahren und diese Wege hier, ne? Lang geprescht mit uns, mit dem Golf. Und wir dachten, sag mal, ist die total irre oder was? Ja, wir saßen da drin, haben uns immer nur angeguckt und dachten, der ist super geil, der Wagen und so. Den kannst du auch mit durchs Gelände fahren und so. Die war total irre. Dann sind wir unten am Kreuzeck rausgekommen. Und dann hat sie Christoph gefragt, willst du jetzt auch mal fahren? Er so, ja, aber auf der Straße bitte. Dann ist er auf der Straße zurück zu seinem Auto und dann sind wir abgehauen. Weil er hat dann gesagt, eine Frau, die mit dem Auto so rabiat fährt, so ein Auto kaufe ich nicht. Das war geil, wir sind zurückgefahren und wir dachten, die ist total irre, die Frau, ey. Das war, habe ich dir das noch nicht erzählt? Nee, guck mal, das ist Veilchenhochzeit. Ach ja, okay. Nach 13 Jahren. Oh, 13 Jahre Veilchenhochzeit. Sie vergisst immer den Kuss, ey, was? Das
Warum fotografieren? Oh, danke. Oh, toll, das war jetzt für die nächsten drei Bänke, dass du nicht machen musst, ne? Oh, diese Frau, ey. Kinder mit Wärmflasche. So, wo geht's lang? Hier ist sie runtergeprescht. Und wir dachten, wir haben noch gesagt, ey, du kannst doch nicht durch den Wald fahren. Ja, da vorne stand kein Schild, ich fahre hier immer die Abkürzung durch den Wald. Wir sind bei der einfach eingestiegen. Naja, wir waren zu zweit. Aber wir dachten, wir sterben unterwegs, ey. Die ist so schnell hier lang gefahren, den Weg hier runter. Das kommt da direkt hinterm Motel da, irgendwo kommt es raus. Scheiße, jetzt. Alter! Nee. Ich kenne diese Teiche nicht. 100 Mal dran vorbeigefahren, noch nie gesehen. Was sind die? Nein, das sind die nicht. Wo ist denn der Campingplatz, Steffi? Ja, der kommt gleich, aber das sind nicht die Teiche, wo wir waren. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind die davor. Ich habe gesagt, dass ich diese Teiche hier nicht kenne. Ich war hier noch nie. Das ist nicht mein Problem. So, hier haben wir jetzt Campingplatz, das Kreuzeck. Da wollten wir eigentlich schon lange mal eingecheckt haben. Aber dann kam leider Corona. Der ist total geil, der Campingplatz. An ganz vielen Seen hier gelegen, kannst baden gehen. Kannst du hier mit dem Boot drauf alles. Aber da sind doch Camper. Also ist bestimmt eine feste Parzelle. Ansonsten ist das Ding komplett leer gerade. Bestimmt die ganzen festen Plätze hier. Naja. Familie friert, wir müssen weiter. Na du, kommst du mit mir mit? Na los, komm her. Geh mal gucken, was das hier ist. Irgendwas ist da. Oh, es ist eigentlich voll schön, ne? Schade. Bald Corona vorbei ist, gibt es von uns einen Film auf diesem Platz. Ich habe da mal eine Frage gestellt, eine Anfrage, ob ich mal ein kleines Video machen darf. Kommt dann nach Corona. Hier ist Autowaschen verboten und da steht Müllentsorgen verboten. Autowaschen ist verboten? Ja, oh, Autowaschen verboten und Müllentsorgen verboten. Drohnen verboten, Baden verboten, naja. Weg verlassen auch verboten. Die Leute wollen halt dann beim Baden auch nicht unbedingt gefilmt werden, ne? Ja. Steffi! Kristallhochzeit. Die Kristallhochzeit ist hier. Verpasst. Was? Oh. Schalker Graben. Oh, hier sieht's aus, Leute, ey. Es geht gar nicht. Und stinken tut's, ey, ihr seid echt Dreckschweine. Boah. So, jetzt wird's schick. Jetzt kommen wir an den Teichen vorbei. Hier ist es schick. Wir kommen an den Teichen jetzt lang. Hier steht ja noch eine Bank. Willst du sie wieder ins Wasser schmeißen? Die trauen dir nicht. So. Oh, toll, Olli. Oh, findest du mich schon wieder? Ja, Entschuldigung. Was ist das? Das sind alte Algen oder sowas. Mehr ist es nicht. Oder das ist bestimmt... Nein, das ist bestimmt das Abwasser vom Campingplatz. Wirklich? Ja, klar. Nein. Was ist das? Das Abwasser vom Campingplatz. Und das ist Klopapier, was Ja, das ist das Klopapier.
Ja, das kommt in das Trinkwasser hier, ne? Na klar. Ja, ob es jetzt hier reingeht oder. Nein, das ist doch hier überall so. Das ist kein Klopapier. Ich weiß. Das ist der obere Grumbacher Teich war, dann ist das wohl der untere Grumbacher Teich. Nee, mittlerer. Der mittlere Grumbacher Teich. Da unten kommt da noch einer. Aber hier wollten wir unbedingt mal im Sommer schwimmen gehen. Darf man nicht schwimmen? Naja, wieso nicht? Das Wasser auf Rettungsdinger. Wenn du hier reinpinkelst, dann... Wie, du darfst hier nicht schwimmen? Das steht überall. Baden verboten, alles ist hier verboten. Warum wollten wir dann hier schwimmen gehen? Und, aber in dem oberen, am Campingplatz, oder nicht? Paddeln, ja, aber... Wir wollten hier was schwimmen. Ach dann ja, dem anderen Campingplatz da oben in Clausthal haben sie ja den See genommen, deswegen, ne? Das ist so Drama, da würde ich nie wieder campen gehen, wenn ich echt, ey. Stell dir mal vor, du hast einen Campingplatz mit See und plötzlich machen sie ein Trinkwasser-Schutzgebiet raus und du darfst da nicht mehr ran an das Wasser. Das ist übel. Ich weiß es jetzt nicht. Muss ich mich informieren, ob man da noch schwimmen gehen darf. Costa, wie wär's mal, wenn du mich mal an die Hand nimmst? Ich habe nämlich total warme Hände. Komm, gib mal her deine Hand. Gib mir deine Hand. Du hattest deins erst früher. Das ist doch gar nicht so warm. Ja, du hast voll die warmen Hände. Nein, ich hab voll die kalten Hände. Wenn ich die hier rausmache, dann frieren die ein. Ja, ja, die sind voll warm. Was erinnert dich daran? Der Fluss war ein bisschen breiter. Ach so, ja, Flohmarkt. Da war auch so ein Fluss mit den ganzen Fröschen drin, ne? Ja, der Fluss war... Lass uns einfach mal runter gucken. Was willst du? Ja, mach doch. So, wir sind jetzt am mittleren Kuttelbacher, da unten ist der untere. Ach, da muss da jetzt Wasser reinfüllen. Was? Wasser reinfüllen? Was musst du? Hobby, geh mal weg. Pass mal, tritt mich nicht. Schön. Das Beste bei dem Wetter hier mit Eiswasser spielen. Ey. Ja, wollt ihr noch ein Eis? Vielleicht gibt es am Campingplatz eine Eisdiele. Das ist der Waschgraben, Steffi. Hier kannst du deine Hände waschen. Ist nicht kalt. Nein, ist nicht kalt. Was kommt? Oh, Paula! Oh, Mann, oh! Guck mal, hier kannst du dich sonnen. Ach, ist das auch eine Bank? Ah, was ist der? Welche ist das? Aluminium-Hochzeit. 37. 37, Alter. Das haben wir bald, wa? Ja. So, hier sind leerstehende Ferienhütten. Ich würde gern zu dem Lost Place da hinten nochmal gucken. Ey, weil mich das interessiert. Nee, kann man nicht. Auch einmal durchgerutscht, ne? Kleines. Ja, weil es so schnell wollte. Wenn wir jetzt langsam weitergehen, Paula, komm her, Fui.
Ich will zu dem Lost Place. Lass uns andersrum gehen, Steffi. Lass uns da hinten rüber gehen. Ach, da steht schon wieder die nächste Bank. Na ja, gehen wir dann anderen mal hin. So, Kinder, komm! Geht weiter! Ohne Hunde und so, dann können wir das auch schön machen, aber so ist das. Colleen, was machst du denn schon wieder? Wir sind schon wieder auseinander. Komm jetzt! Was für eine Hochzeit? Leinwand. Ja, diese Leinwand hat sich eher als unzerreißbar erwiesen. Manche sind allerdings seit 35 Jahren aufgebraut. Der Wäschestrand sollte schon neu aufgebraut. Ich weiß es nicht. Knackt die Bank oder was? Ja, ja. Die hat gerade voll geknackt. Also ich habe so dagegen gekickt. Ja, ich habe es gehört. Leinwand. Hochzeit nach 35. Hä, 35? Warum 35? Eben war schon 37. Hat man sich kurz getrennt oder was? Wir haben jetzt 30, ne, dieses Jahr. Gott. Gabby. 30? Wir haben aber keine Hochzeit. Gabby, komm mit. Na ja. Wir kommen da niemals hin. Okay, Familie hat jetzt beschlossen, dass ich euch hier jetzt ein Nudelsüppchen mache. Nudeln? À la carte. Ja, dann machen wir von à la Franzos, Italiano. Au! Okay. Weißt du, ich schleppe 1,5 Liter Sprite hier mit mir rum, weißt du? Warum? Ihr trinkt nicht einen Schluck, Alter. Und hä? Die anderen Wanderungen warum, habt ihr mit warum sagst du nicht, dass du was zu trinken mit hast? Ey, wir saufen aus jedem Bach unterwegs und du schleppst dir eine Sprite ich mit durch die Gegend, mehr, ey. Alter. Wir saufen hier aus den Quellen. Die Hunde essen schon Gras. Ja, die essen immer Gras. Seid ihr doch selber schuld, Mami. Cosma, ist dir wieder peinlich, oder was? Nein, ja, sie freut sich ganz. Kost mal ein Schnürbandes auf. Und? So, ich muss jetzt Essen machen. Cosma hat jetzt Colleen Stein weggeschmissen. Jetzt spring nicht wieder auf den Hund, ey. Na, die können das jetzt eh nicht essen. Jetzt macht hier kein Theater, Leute. So, hier wird jetzt erstmal Wasser zubereitet. Wie haben wir die echt verloren unterwegs, oder was? Wo habt ihr die Gabeln hingesteckt? Sie sagt, sie hat sie ins Netz gesteckt. In mein Netz? Ich versteck den für jemanden, der das sieht und hier auch lang geht. Wenn er zwei Löffel, dann geht's ja. Und dann findet ja das kleine Fossil da drin, oder was? Nein, 5 Fossile sind das. Oh, jetzt haben die sich schon wieder ihre Hände an meiner Kochstelle hier. Hallo Papi, du musst filmen. Was soll ich denn filmen? Colleens Stein liegt jetzt hier drin. Das sollte ich jetzt filmen. Also genau hier. Bisschen verdeckt. Toll. Ach, Leute. Oh, wie cool. Hier kann man im Sommer bestimmt runterrutschen. Ja. Und wo willst du denn landen? Na, da unten. Versuch mal, das Holz da frei zu machen. Was? Guck mal, die machen da hinten auch Picknick. Ich will meinen Schnürsenkel zu. Der macht doch deinen Schnürsenkel zu. Oh, aber nicht so fest. Ich! Oh, nee, Steffi, machst du immer ihr Schnürsenkel zu? Ich muss filmen. Ich habe so kalte Hände. Dann halt du meine Kamera. Nee, dann kann ich auch kalte Hände. Mach doch aus. Ach, ihr seid echt behindert, ey. Jetzt mach deine Schuhe selber zu. Du latschst auf die Schnürsenkel, die sind schon ganz schmutzig. Guck mal, warum sind deine Schuhe eigentlich so dreckig? Das sind Mamis. Steffi läuft jetzt erstmal einen Berg 10-mal hoch und runter, damit ihr warm wird. Was, bist du jetzt einmal nach hinten und zurückgerannt? Ja, ich bin nach hinten, hab die Schleuse aufgenommen. Nee, wie echt jetzt? Oh. Wie lange es gedauert hat. Weiß ich nicht, 90 Sekunden. 30! Weiß ich doch nicht! 30! Nur 30 Sekunden! Ich kann so 1, 2, 3. Oh, wie wälzt sich? Was? Wieso? Oh nee, bestimmt ist er wieder Kacke. Hey, die wälzt sich immer ein Rehkacke oder Wildschweinkacke. Warum? Warum macht die das? Weil sie traut nicht. Wie aus du siehst, wie rum du läufst. Gabby. Gabby. Oh, hier sieht man nochmal die ganzen leerstehenden. Ey, die sind so schön, diese Ferienhäuschen.
aber stehen leider leer. Und da hinten steht das große. Okay, das große Haus auch leer. Er ist auf der Brücke nach. Ich würde so gerne noch mal rüber. Bitte mach das wann anders, Olli. Ja, mach ich auch. Mach ich alleine. Ey, ihr seid so irre, Leute. Ihr habt so einen Knall. Ihr seid echt nicht ganz dicht. Echt. Leute. Oh, ey. Da kocht mir doch ganz schnell mal das Wasser hier über. Jetzt gibt es erstmal ein Süppchen für die Kinder, für unterwegs. Damit sie was Warmes im Magen haben. Jetzt für Mami und Papi gibt es noch. Das macht richtig Spaß mit den Wurzeln da. Und dann brichst du dir in die Haxen. Hast du dir einen Stempel auf die Hand gedrückt mal wieder? Ha? Ja, geht. Nein, ist doch hin. Mal anfangen. Ey Leute, ihr habt es doch nicht mehr alle. Macht's. Jetzt rennt die da nochmal hoch. Ja, voll behindert. Und da hast du dir eine Familie ausgesucht, kleine Maus. Ha? Was ist? Nix. Was ausgesucht? Nix. Ich dachte, die. Bring gleich mal die Becher mit, Steffi. Bring die Becher gleich mal mit. Wasser kocht. Ja, so weit weg von dir, ne? Ja, ich bewege mich jetzt hier. Das Wasser kocht ja schon bald wieder. Haben wir noch einen Löffel? Und zwei. Ist euch immer noch kalt? Ich glühe. Meine Hände. Ich glühe hier, ey. Ey, guck mal, das war so ein schönes Ferienlager da drüben. Mit, oder, Steffi? Was fressen denn die Hunde hier die ganze Zeit? Gras. Ich habe da drunter einen Stein geklemmt, damit es die ganze Zeit durchläuft. Aha. Du bist ja ein Fuchs. Ich kann das auch. Pass auf, der Baum! Oh, Steffi. Oh, zum Glück in die andere Richtung gefallen. Ja, das muss nicht so einfach im Harz, ne? Also marode. Die ist aber auch schön hier, ey. Oder? Ja, 3 Grad wärmer kann es sein. Ey, Leute, ey. Im Sommer schwitzt er wieder, weißt du? Oh, egal, heute ist es wirklich. Guck mal, die hatten auch schon die Schnauze voll von uns, den abgehauen da hinten. Ja. Du rennst da jetzt nicht nochmal hoch. Das macht so einen Spaß. Ich laufe da so leichtfüßig, kann man da hochlaufen mit den Schuhen. Mhm. Wir gehen schon da. Dreimal, wenn ich da dran. Schön. Was mal, willst du mein Halstuch auch noch haben? Willst du meine Jacke haben? Das ist so eine fette Daunenjacke. Leute, die habt ihr doch nicht mehr alle. Ich weiß nicht, warum die das machen. Aus, weil die ja eher an ihrem Besitzer hängen, ne? Oh, guck mal, wie süß die beiden da sitzen. Irgendwas heißt das Kopfschief halt. Das heißt Bäuchen. Ei, fein. Paula. Und lass die da sitzen. Oh, bitte. Die süß, guck mal. Oh. Haben wir einen Schal, wo sie sich draufsetzen können? Nein, wir haben nichts, ey. Wir müssen wirklich nächstes Mal so ein kleines zusammengerollt. Ja, hier sowas. Hier, nimm doch diese Thermomatte von Bilbo, die im Sommer kalt hält mit. Olli. Ja? Die ist arschkalt, immer. Ja. Hä? Hey, nein? Doch? Nein, die speichert die, nur. Pass auf, nein, die kühlt automatisch. Da ist so ein Zeug drin, was immer kalt ist. Da ist Chemie drin, Olli. Das ist wirklich nichts. Warte mal, warte. Oh. Jetzt rührst du schön um und dann kannst du den Löffel haben. So. Da ist Wasser drin, da kann er noch mehr rein. Wofür? Nee, ich will. Wo? Noch mehr. Was? Nee, dein Handy ja lieber weg. Das mache ich den hier aus, damit der abkühlen kann. Soll ich das dann einfach ab? Vorsicht, das ist heiß. Kannst du das hier reinfüllen? Reicht das? Ja. Stell hin.
Dann mache ich den Rest da rein, dann kannst du die Hände wieder wärmen. Cosma rührt schön um, vom Bodensatz auch ein bisschen. Damit das nicht da alles unten kleben bleibt. Und dann... Okay, fertig. Au! Er kommt voll die heiße Luft oben raus, ey. Vielleicht einen schwarzen. Au! Es ist voll heiß, ey. Au! Soll ich das jetzt ablecken? Ja. Au! Ey, warum ist denn das so heiß, verdammt? Tuckst in das Wasser da. Dann, Ach Quatsch, das ist nur Kaffee, ey. Papi, ich will es da reintunken, gib mir. Papi, komm, ich lass was rüberlaufen. Oh, Leute! Nein, es geht über deine Hand, Cosmo. Hey, wie soll es denn über meine Hand gehen? So, dreh nochmal um. Ja, so läuft es direkt in deinen Handschuh, du Beule, ey. Beule. Oh, alles weg. Kein Geschmack mehr. Hä? Mann, jetzt ess deine Suppe. Du wirst schon nicht dran sterben an so ein bisschen Kram da. Hä, wo ist die Flasche hin? Die ist hier. Ach, jetzt mach die wieder auf. Oh. Klebt bestimmt alles am Boden. Die hat nicht richtig umgerührt. Die hat nur so ein bisschen da drum rumgerührt. So. Oh, Leute, ey. Geht's euch gut, ja? Seid ihr glücklich? Ja? Ja. Och, guckt mal die Hunde, wie süß. Ja. Was denn? Warum sitzen die da so? Guck mal, Gabby pennt gleich ein. Hast du eine Fresse verbrannt? Wer bietet euch schon so ein Panorama, außer euer lieber Herr Papi? So, Prost, Steffi. Wie sieht dein Handschuh aus, ey? Was hängt denn da alles dran? Was hängt denn da? Ach, guck mal, jetzt sitzen sie wieder zusammen, die beiden. Ist das nicht süß? Oh, Olli, jetzt lass doch die Köter in der Ruhe. Oh, guck. Oh Mann, hier ist voll kalt, wir brauchen was zum Wärmen. Oh, guck. Nein, das ist so eine Mitleidsnummer, die hat Hunger. Mhm. Klar. Mhm. Paula. Paula. Oh. Mach mal. Gib dir mal die Wärmflasche. Nein. Mann! Soll ich auch mal so nachfilmen? Oh, mach ich doch die ganze Zeit. Nein, du hast immer einen Tropfen an der Nase. Warte. Das ist nur ein Tropfen. Wusstest du in deine Suppe? Mach's weg, wisch weg. Womit denn? Wisch es weg. Ich krieg's auch einen zweiten. Nein. Kann ich das auch mal machen? Hallo? Was weißt du, was du den ganzen Tag mit mir machst, ey? Du hast mir vorhin den Mund gespuckt, Cosma. Ja, ja, hat sie. Mmh. Oh. Oh, guckt euch das an, ey. Alle rennen sie in die Sonne. Mach den Schnodderfleck weg. Oh, oh. Jetzt suchen die
langsam. Cosma, du sollst damit nicht Colin angucken, du sollst damit in die Ferne gucken. Ich gehe jetzt zu Colin. Cosma, falsche Richtung. Leute, das ist nicht mehr lang. Wir müssen nur noch über den Berg hier. Dann sind wir bald da. Ey, Cosma, pass auf! Ja, da geht's noch runter! Und dann da runterknallen. So. Ich nehme jetzt noch meinen letzten Schluck aus. Und dann geht's da über den Berg. Da muss irgendwo die Stabkirche sein von Hahnklee. Aber Boxwiese muss doch auch vorher noch kommen. Ach so, das ist Boxwiese. Mami, gib mir Bonbon. Das ist echt geil mit so einem kleinen Feldstecher. Kann man da eigentlich durchgucken? Ich probiere das mal. Wie cool. Das geht ja sogar. Guckt mal, Leute. Hier, wie man durch das kleine Ding gucken kann. Nein, sieht man nicht. Cool, dann nehme ich das nächste Mal mit zum Strand, dann kann ich besser spannen. Ey, habt ihr die anderen... Aus! Pfui! Habt ihr die anderen schon aufgegessen, alle? Nein. Wo sind die? In meiner Tasche. Ihr habt nur Süßigkeiten mit, ey. Ja, was denn? Da will ich nicht von sterben. Bist du gegen Hunde geimpft? Gegen alles bin ich sowieso geimpft. Ich hab mich selber geimpft. Ja, aber ich bin noch drin. Leg mal hin, ich will ein paar essen. Ich hatte noch gar keine. Nee, hier. Leg immer noch ein paar. So, Sachen sind gepackt. Jetzt geht's weiter durch den Wald Richtung Hahnklee rüber, an Boxwiese vorbei, Stabkirche. Und da irgendwo ist dann auch wieder die Skipiste und geht's zurück zum Auto. Ein paar Bänke müssten aber eigentlich noch kommen, glaube ich. So, jetzt sind da noch keine Frösche. Jetzt, warum trägst du den Hund? Jetzt sind wir am unteren Kuttelbacher. Rubinhochzeit, da hast du schon die ganze Familie am Tisch sitzen hier, ne? Nach 40 Jahren. Ach Mann, jetzt lass doch den armen Hund mal in Ruhe. Was ist denn da hinten Schönes? Lass uns da mal lang gehen. Nein, wir gehen jetzt zum Auto. Frau einen Rubinstein in ihren Ehering eingesetzt. Ach, hier ist es aber schön. Die hat schon wieder den Kuss vergessen. Steffi hat mich schon wieder nicht geküsst. Na Schatzi. Toll, Steffi! Ja, toll! Ganz toll. Das ist aber, warum sind denn hier überall die gleichen Stempelkisten? Was, kann man hier Wasser treten? Das ist ja geil. Was ist das hier? Was ist das hier drunter? Ist das irgendwas, was nicht nass werden wird? Ah, oh, cool. Ah, aber heute nicht. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt. Ja, ist ein bisschen renovierungsbedürftig. Goldene Hochzeitsbank. Braut schmückt sich mit einer goldenen Krone und der Bräutigam bekommt ein goldenes Sträußchen an das Revers gesteckt. Das Paar kauft sich neue goldene Ringe. Was? Besiegelt oft durch eine erneute kirchliche Trauung noch einmal den Bund fürs Leben. Oh, ist das schön. Darum ist das so. Darum laden die mich auch immer dafür ein, dass ich da nochmal Fotos von mache und so. Oh. Das ist ja echt was Besonderes. Mm.
20 Jahre. 20 Jahre, wir kommen nie zur goldenen Hochzeit, ey. Oh, ich habe 10.000 Schritte auf der Uhr. Doch so weit gewesen, ne? 10.000 Schritte. Könnt ihr auch mal ein bisschen kreativ sein, Leute? Guck mal, die Leute geben sich so viel Mühe. Es gibt sogar einen Feenwald jetzt bei uns. Ja, die, da waren wir ja auch noch nicht, ne? Da war ich aber schon. Da ist eine Glitzerkiste am Ende. Echt jetzt? Dann bringt doch auch mal ein paar Sachen in den... Was ist denn das hier? Märchenweg? Oh, da bin ich ja mal gespannt. Diese Bank hat keinen Namen, das ist kurz nach der goldenen Hochzeit. Wenn sie rauskriegt, dass er so viel Geld ausgegeben hat für die Ringe, kann sie ihm mit dem Knüppel einen überziehen und er kann sich aber wehren. Liegt noch ein zweiter Knüppel da. Und dann kann er nochmal sich trennen und ins neue Glück starten mit einer Jüngeren, die viel schöner ist als der alte Lastwagen, den er 50 Jahre lang durchgefüttert hat. Und dann stirbt er mit einem Herzinfarkt und alle sind glücklich, weil sie erben. Ja. Und beide Frauen werden dann lesbisch und denken sich, Männer sind alle scheiße. Und er denkt sich, eigentlich war ich doch mein ganzes Leben lang schwul. So. Was denn? Hier ist ja auch der Märchenwald. Guck mal, sogar beleuchtet. Vorne sind sogar Lampen. Was soll das jetzt? Man kann nicht so schnell starten, oder? So, wir haben es bald geschafft. Hier ist es aber wieder. Hier ist es nicht so kalt, ne? Einen an der Nase gekriegt wieder. Oh. Das baut sich ständig die Nase ein. Ey. Hallo, oh, jetzt lass doch mal den Mist, Leute. Man kann nicht stoppen, ne? Das war schon wieder. Ja, dann lass es doch jetzt mal. Auf. Immer bis einer weint. Ich weiß es auch nicht. Auch noch kaputt geschmissen. Ja, ist gut, ist Cosma. Alle sind mal wieder verletzt. Cosma leidet wieder. Guck mal, da hängt eine Corona-Maske im Baum. Wie schön. Nee, ruf doch mal. Paula, komm her. Paula, komm. Was ist das jetzt hier? Die Partnerschaukel? Oh, wie schön, guck mal. Paula, geh weg! Paula, geh weg hier! Tommy, geh weg! Oh, Entschuldigung. Geh zurück! Oh, ihr seid wahnsinnig. Jetzt passt du. Steffi, pass auf die Hunde auf da. Ja, die werden voll weggekickt und dann. Leute, übertreibt's nicht! Jahrelang hält diese Schaukel, bis meine Kinder kommen und sie abrocken. Hey Leute, seid ihr wahnsinnig? Ein Porthunde! Ey, sag mal, wollt ihr euch umbringen? Was machst du denn da hinten liegen? Ey Leute, ihr seid irre, jetzt hört auf damit. Muss ich immer lauter schreien? Wir sind doch irre, oder? Springt da bloß nicht ab, ey. Ihr fliegt voll auf den Arsch, wenn ein Schnee fliegt. Mach, was du willst. Spring ab. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was?
911.000? Ja. 912. Wow. Ah! Hör mal, toll. So, ich muss jetzt auch noch mal mit Mami schaukeln und uns küssen. Macht voll Spaß. Und los. Oh Gott, mir ist schon schlecht. Mir ist schlecht. Die schaukeln doch. Warte, ich muss jetzt hier irgendwie. Jetzt komm. Ihr lacht uns immer nur aus. Geh weg, Kusma. Geh weg. Haut ab da. Leute. Jerry, du darfst nicht so rumschreien. Ey, Kusma, hau ab jetzt. Ich hab dich schon getroffen. Ich kann nicht schaukeln so. Oh, Leute. Ey, guck mal, Gabby denkt schon, ey, oh Gott, wo bin ich da gelandet? Was hast du noch an mir? Komm, das ist doch jetzt, ja. Ey, kannst du mal anhalten, das ist schlecht. Guck mal, hallo. Paula macht sich schon Sorgen um uns. Guck mal, die guckt schon. Kostma jetzt. Oh, ey, Leute. Gabby, da nimmst du lieber Abstand, ne? Oh, Schatz, komm mal hier. Schatz, guck mal hier. Ja, fein. Oh, wir sind alle so irre, ey. Bei dem anderen Weg war die Schaukel als erstes beschrieben, das wäre doch total spannend. Der andere Weg ist andersrum, Steffi. Ja, aber den andersrum zu gehen, ist doch bescheuert. So, das ist bestimmt jetzt einer der letzten Bänke hier, ne? Der Tod. Was? Die Todesbank. Ey, Steffi. Hallo. Was? Wie heißt die? Nein, das die hatte ich auch schon, 60. 60 gemeinsame Jahre, kann einen nichts mehr erschüttern. Die Braut bekommt einen Diamantring. Wow. Uhu. Zum Glück schaffen wir das nicht mehr, Steffi. Nee, never. Müssen wir uns hier jetzt auch nicht küssen, oder? Warum, wie alt wolltest du denn werden? Hä? Ich nur 70 werden. Was? Ich mache mir jetzt, egal, ob verheiratet, wenn ich jetzt schon 50 bin, Diamantenhochzeit, 60 Jahre verheiratet bedeutet, das heißt, ich wäre dann 110. Achso, ja, werde ich ja. Ja, also Kuss. Kann auch sein, wie Bilbo. Ja, Bilbo ist 121 oder sowas geworden. Guck mal, hier ist der Lehrpfad. Ich bin jetzt sehr viel reicher an Erfahrung gerade geworden. 110 Jahre. Kosma, nimm lieber die Hände aus der Tasche. Oh, hör doch mal. Oh. Guck mal, das war nicht ganz zu Ende gemalt. Oder abgekriegt. Ja, da hat sich einer, da hat einer keinen Lack mehr gehabt. Kannst du selber was reinmalen. Oder es ist ganz frisch, das fühlt sich irgendwie ganz frisch an. Sicherheit. Wo ist denn diese Stabkirche jetzt? Steffi, aber ich will da aber hin zum Ehrenmal. Ein Todeshaus. Leute! Ihr seid Kulturbanausen. Ich gehe mir. Ich und Kollegen gehen uns das jetzt angucken. Und ihr könnt da bleiben. Ey, Leute! Ey, wenn wir jetzt hier nicht hergegangen wären. Alter, guck dir das an. Nee, ich höre jetzt auch den Text vor. Oh nein. Alter. Also 1939 bis 1945. Otto Bauer. Man muss doch mal den guten alten Soldaten, die für unser Vaterland gekämpft haben, hier Ehre erweisen, oder? Das ist ein Kindergarten hier hinter. Kommt die jetzt auch noch alle hinten? Oh. Überraschung. War schön hier, oder? Ja. Wenn wir jetzt hier nicht hierher gegangen wären, dann hätten wir die alten Soldaten das bestimmt nie verziehen.
den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. So, wisst ihr Bescheid? Weiter geht's, Leute. Gott, hier turnt er nicht auf dem Denkmal rum, das macht man nicht. Das bringt Unglück. Es kommt. Cosma kann wieder pfeifen. Oh na, nein! Jetzt fängt die wieder an zu pfeifen. Oh nein! Oh Gott! Oh nein! Jetzt geht das Gepfiffe wieder los. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist das so laut? Ja, davor konnte ich nicht so gut pfeifen. Ja, ich glaube ich. So, Steffi, wenn wir das Ehrendenkmal jetzt nicht besucht hätten, ja, dann... Ja. Guck mal, hier geht es jetzt auch mach direkt genau über den Parkplatz. An dem Haus der Begegnung vorbei. Auch die Bücherei. Hey, hier waren wir doch schon mal, oder? Leute, was hängt denn da vorne schon wieder? Ist das ein Schirm? Ja, ganz schnell ich war hier noch nie. Warum kenne ich das alles nicht hier? Oh, und da ist die Stabkirche. Boah, ist schön. Ein Schirm! Oh, Alter, wir sind echt weit gelaufen. Guck mal, da oben ist der Lift. Wir sind einmal um den Berg gelaufen, ey. Hier haben wir jetzt die Stabkirche. Komplett aus Holz gebaut. Oh, wie schön! Och Mensch, der arme kleine Schirm. Hier, ihr Kulturbanausen, ich gehe mir jetzt die Kirche angucken. Ja? Mensch, Hund, jetzt geh doch mal aus dem Weg. Was ist das hier? Zehn Leute. So, das ist gar nicht richtig getestet. Was ist das hier? Hör auf, Kollege. Ja, schade. Ich war da noch nie drin. Was ist denn das da an der Bank schon wieder? Oh, ist doch egal. Ich gehe mir jetzt die Kirche nochmal angucken, Leute. Ne, Gabi, du kommst immer schön mit mir mit, ne? Ist aber auch schön, ey. Leute, rennt nicht weg, Steffi. Hallo? Ja, schön. Und? Haben wir was vergessen? Jetzt breche ich mir erstmal die Haxen hier. Hä? Meinst du, das bringt jetzt was oder was? Na, falls du fällst. Falls du fällst. Warum schmeißen die Leute den ganzen Müll hierher? Wie kann man sich denn hier hinsetzen und den... Warte. Kronjuwelenhochzeit. 75 Jahre. Schafft. So, Wegende. Nee, da hinten, da stand noch einer. Da kommt der Mond und Tod und das gemeinsame Grab. Was? Guck mal, film mal, film. Warte. Was soll ich denn hier filmen? Cosma? Nein, da. So. Wow. Woher weißt denn du, dass das geht? Ah, das hier. Hab ich ihr gezeigt. Cool. Ja. Kommt, Leute, hier geht's noch weiter. Oh, guck mal, von hier ist die Stabkirche jetzt richtig schön. Muss ich gleich mal ein Foto machen. Stelle ich mich hier oben auf. Schick. Muss ins Eisfach tun. Ist da noch was? Haben wir da hinten schon aufgehoben und wir wollten gucken, ob wir es einmal aufnehmen. Ist aber gerne.
Alpencampinggas. Butan, Propan, Mixo habe ich auch. Was ist das? Warum steht da eine Rampe? Was ist denn das hier? Hä, wieso? Ist das Sperrmüll? Das ist tatsächlich Sperrmüll, ne? Aber, hä? Ja, aber was willst du? Ja, was ist denn damit? Das zum Beispiel, kann man mit dem Fahrrad rüber. Ja. Wie cool eigentlich, ne? Mit dem Fahrrad, da gucken wir dann aus. Leute, lass den Scheiß hier liegen. So, jetzt habe ich das andere Handy nochmal aktiviert, weil es ausgegangen war vorhin und ich mit dem zweiten weiterfilmen musste. Das ist jetzt auch ausgegangen, aber hinter mir steht ja die Stabkirche da in den Wald. So, jetzt muss ich tatsächlich ins Auto gehen, weil ich keinen Strom mehr für meine Kamera habe. So Leute, ihr könnt jetzt herkommen. Wir sind jetzt fertig mit unserer Wanderung. Es ist 18 Uhr, wir waren den ganzen Tag unterwegs wieder. Ne? Und wie viele Kilometer waren das jetzt insgesamt? 7,6 Kilometer Liebesbankweg. So, das waren jetzt 3 Stunden nur? Naja, ein bisschen mehr als wir uns vorgenommen hatten. Also und eine Stunde haben wir Pause gemacht. Ich finde es jetzt gar nicht so kalt. Die frieren hier den Arsch ab. Wir fahren jetzt nach Klausthal, Döner und Pommes essen. Trinken haben wir ja noch genug. Also komm. Ach so, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und vor allem, lasst mal einen Daumen da und ein Abo. Ein Abo ist immer toll. Sieht voll so aus. Ich versuche, die 3000 voll zu kriegen. Nur so ein persönliches Ziel. Tschüss, Sikorski, bis dann, Dimanski. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cosmo, du darfst die Kamera schließen. Was? Du darfst die Kamera schließen. Nein, nicht da. Du sollst es so machen. Nein, so wie ich das immer mache.